Oh, was für eine Nacht. Na, wer ist denn da? Kila. Mir ist ja so schlecht. Was, die Sache total wert? Ich sag's dir später. Wer hat mir den Anzug wieder angelegt? Die Schnallen sitzen alle schief. Und seit wann habe ich ein Universal-Tattoo? Sehen wir nach, ob sonst schon jemand wach ist. Ein Traum. Der Tag danach. Wir haben die Party hinter uns gebracht. Perfekte Gastfreundschaft. Geben Sie für Ihre Freunde eine Party. Was haben wir denn hier für ein Datenpad? Oh, siehst du mal, gibt's gleich Teamgeist als Kriegsaktivposten. Ist ja auch geil. Shepard, hoffe es geht Ihnen gut. Wusste, dass Mission auf Tuchanka Ende bedeuten kann. Habe Vorbereitungen getroffen. Habe Freunde bei der STG gebeten, Ihnen das hier zukommen zu lassen, wenn Sie das nächste Mal außer Dienst sind. Ältere Werke von mir. Auftritte, Geschichten, pure Unterhaltung, die aber vielleicht trotzdem nützlich sein kann. Viel Glück. Oh, wie schön. Mordin hat an uns gedacht. Die Prophase macht Chromatine zu Chromosomen. Das ist für die Zentromere in der Metaphase ein gutes Omen. Die Anaphase führt zur Teilung. Telophase ist da. Und wenn Zytokinese kommt, sind's Zellen. Wunderbar. Ah, oh, wunderschön. Die Zellteilung. Hallo, Perry der Pijack. Freut mich, hier zu sein. Wissenschaft macht Spaß, sehr respektiert. Erziehung der Jugend entscheidend für Zukunft. Also, Kinder, Wissenschaft ist Schlüssel zum Fortschritt, kann aber esoterisch und indirekt wirken. Praktische Demonstration hilfreich. Varan freilassen. Oh, Scheiße. Herkunft Tuchanka. Gefährliches Raubtier. Kann aber mit normalen Haushaltschemikalien ausgeschaltet werden. Beobachten. Moment, bitte Perry den Pijack von Varan entfernen. Puppe ähnelt Beute. Könnte Angriffsins... Oh. Problem. Schlage nachgeben vor. Verteidigung kontraproduktiv. Sedativ müsste ihn aufhalten. Oder auch nicht. Ah, kein Angriff. Paarungsinstinkt, natürlich. Das konnte ja bloß schief gehen. Schlüssel zur Wissenschaft, Hypothesen testen, beobachten. Nächste Hypothese, Neuralschock. Ah, Neuralschock, ganz klar wirkungsvoll. Perry der Pijack besteht eindeutig aus brennbarem Material. Alter! Mordin ist selbst im Tod noch ziemlich heftig drauf. Leucin, Valin, Leucin, Isoleucin, Alanin. Alle sind aliphatisch, da sieht man keinen Ring. Die einzige Aminosäure mit Ring, die heißt Prolin. Aus Protein sind wir geformt. Mit zwei Hydroxylgruppen gibt Serin und Threonin. Für Schwefel fällt der Blick auf Cystein und Methionin. Bei Basen gibt es Arginin, Lysin und Histidin. Aus Protein sind wir geformt. Und jetzt die Aromaten. Tryptophan und Tyrosin und Phenylalanin. Asparagin und Glutamin sind Säuren, wie mir schien. Amide bei Asparagin und auch Glutamin. Aus Protein sind wir geformt. Ein Traum. Ach, schön. Das ist... Wenn man Chemiker ist, freut man sich irgendwie immer über solchen totalen Schwachsinn mit chemischem Bezug. Das ist total toll. Das muss ich mir mal anschauen. Ich kann mir nämlich die Aminosäuren ganz schlecht merken. Vielleicht kann ich es mir darüber mal merken. Die muss ich mir mal näher anschauen, das Gesinge. Finde ich toll. Omega. Der Himmel hatte die Farbe eines toten Vulture, der von einer Videokamera gefilmt wird. Das Geschäft lief so schlecht, wäre ich ein Volus. Ich hätte meinen Anzug verkauft. Dann kam der Ärger durch meine Tür. In tiefem Asari-Blau, mit Doppler-Effekt. Vater wahrscheinlich Elkor. Angepasst an hohe Gravitation. Genau an den richtigen Stellen. Asari sagte, ein korganischer Gauner sei hinter ihrem Geschäft her. Wenn ich ihn los würde, wäre sie dankbar bis in alle Ewigkeit. Fand den Korganer in den Slums. Der erste Schuss traf sein Primärherz, aber Korganer haben ein redundantes Nervensystem. Fühlte mich selbst redundant, nervös. Korganer nahm mich in einen Würgegriff. Setzte Verbrennungsangriff ein und hatte Glück. Sollte ein leichter Job sein, keuchte er. Wir hatten uns wohl beide die Finger verbrannt. Asari, überaus dankbar, konnte in ihr lesen wie in einem offenen Buch. Und lesen machte mir wirklich Spaß. Vor allem im Bett. Wachte auf und sah in den Lauf einer Carnifex mit Permutgriff. Meine M98 war im Nebenzimmer. Über mir stand eine andere Black Widow. Letztes loses Ende, sagte sie. Schwerer Fehler. Wusste nicht, dass ich bei der STG gewesen war und Tricks kannte, die schmutzig genug waren, den Filter eines Quarianer-Anzugs zu verstopfen. Ihre Barrieren ähneln ihrer Moral, sagt
sagte ich, und warf meine biotische Granate. Warp. Als ich nach der Explosion erwachte, war Asariens Afterlife zurückgeflohen. Pures Glück, nicht selbst im Jenseits zu sein. War nicht bezahlt worden, hatte aber trotzdem Glück gehabt. Hatte die einzige Regel auf Omega gebrochen. Auf mehr als eine Art. Warte mal, du willst mir gerade sagen, die einzige Regel auf Omega ist, leg dich nicht mit Aria an. Das heißt, du hast mit Aria rumgemacht? Alter! Ich wollte, erst wirkte es so auf mich wie salarianische Variante eines Noir-Films. Aber das war ja jetzt nochmal... Okay, warum nicht? Kann man machen. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen, bin ich bereits gekommen. Schön. Die Gnade brachte mich so weit und Gnade geleitet mich heim. Ich finde das... Nächstes Mal. Bis dahin, Konzentration auf Petersongs. Das hätten sie jetzt vielleicht nicht unbedingt übersetzen müssen, weil es das halt nicht auf Deutsch gibt, das Lied. Aber, Mordrin hat sich offenbar auch mit menschlichen Liedern beschäftigt. Warum nicht? Die Prophase macht Chromatine zu Chromosomen. Okay, jetzt sind wir durch. Das ist für die Zentromere in der Metaphase ein gutes Omen. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das siehst du mal, die ersten sind schon wach. Ich schaue nochmal kurz, ob jemand zufälligerweise im Whirlpool gelandet ist. Nee, aber Javik ist davor gelandet. Ist es jetzt soweit, über die Galaxie zu herrschen? Kniet nieder vor Javik. Ich habe geträumt. 50.000 Jahre waren vergangen. Es war schrecklich. Ich war allein. Die Primitiven hatten sich weiterentwickelt und beherrschten die Galaxie. Salarianer, Turianer und die Asari. Vor allem eine. Liara. Sie hatte diese Augen und diese Stimme. Und sie war blau. Nein, nein, das war nur ein Traum. Mensch, auf Liara stehen ja ziemlich viele, wie mir scheint, oder? Ich rieche Primitive. Es war kein Traum. Nope, ich stehe direkt vor dir. Na gut, lassen wir ihn mal weiter träumen. Ist schön, dass die es auch wirklich bis zum Bett geschleppt haben, die ganzen Bierflaschen, ne? So, wie sieht's denn bei euch so aus? Alles okay? Haben wir letzte Nacht was kaputt gemacht? Dann könnte ich es natürlich kalibrieren. Ja, schon. Vielleicht sollte ich das Wort einfach nicht mehr sagen. Aber nur, wenn Liara mit diesem Ei der Göttin aufhört. Zum Glück gibt es hier mehrere Badezimmer. Liara braucht ewig für ihre, Frisur, oder wie sie das Ding nennt. Tentakel. Hat jemand Tee gemacht? Ich könnte ein Tässchen vertragen. Das Apartment wirkt jetzt zu ruhig. Das Apartment wirkt jetzt zu ruhig. Ja, weil alle irgendwo ihren Rausch ausschlafen. Außer Samara natürlich, die ist am Meditieren. Ist aber hübsch. Shepard, guten Morgen. Na, bist du fit? Ich möchte Ihnen für die Einladung danken. Es war schön, alle wiederzusehen. Hoffentlich haben Sie den Abend auch genossen. Schon. War sehr lustig. Hat mir gut gefallen. Alles klar, Tali? Ich werde sterben. Ich wusste gar nicht, dass man in einer Nacht so viele Toxinfilter verbrauchen kann. Habe ich eine Tätowierung? Ich erinnere mich an irgendwas mit einer Tätowierung. Um das klarzustellen, die Party war toll, aber... Naja. Ich bleibe einfach hier. Genau hier. Für immer. Okay. So, Grant hat's aus der Dusche rausgeschafft irgendwie wieder. Na gut, können wir mit Glyph eigentlich auch reden? Nee, ne? Glyph ist okay. Glyph geht's gut. Glyph ist wie immer. So, ich bin mal gespannt, wer es nicht mal aus dem Raum rausgeschafft hat und einfach noch in der Gegend rumliegt. Gibt's doch bestimmt irgendjemanden. Was ist denn hier los? Trainingssession. Shepard, ich wollte gerade ein paar Gewichte stemmen. Sind Sie dabei? Später vielleicht. Ich fühle mich fantastisch.
Wie geht's dem Rest? 1085. 1086. 1087. Okay, ja, so viel habe ich auch noch nicht gemacht. Ich meine, so 300 oder so, klar, aber 1000? Na gut, wenn du meinst. Shepard? Shepard? Hey, Sie sehen scheiße aus. Und deine Hände sind nicht an der Stange. Kennen Sie den größten Vorteil eines überladenen Biotikverstärkers? Kein Kater. Ah, gut zu wissen. Deswegen sind die alle so gut drauf. Selbst normale Biotiker haben Kater. Aber ich kann saufen, bis ich kotze und wache trotzdem frisch und ausgeruht auf. Das nenne ich praktisch. Es war lustig. Sie alle haben eine ganze Weile mit mir Schritt gehalten. Hey. Gut, hier hinten sind es keiner mehr drin. Wer liegt denn hier drüben rum? Ach, die sehen doch alle ganz gut aus. Selbst Grunt hat sich wieder ganz gut berappelt. Ich glaube, ich habe mir gestern Nacht irgendwo den Kopf angeschlagen. Das Badezimmer ist geputzt, Shepard. So gut wie neu. Danke. Shepard. Da muss ja jemand schon früh aufgestanden sein. Na, ihr zwei Turteltäubchen, alles klar bei euch? Shepard? Guten Morgen. Ich brauche ein Plätzchen, um es mir gemütlich zu machen. Nicht so laut. Hey. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn das Rührei auch wirklich noch in der Pfanne sich bewegt hätte. Das wäre stark gewesen. Okay, wer will Eier? Liara, Eier? Trainer? Esteban? Eier? Joker? Wo ist der Kerl? Ash, kommen Sie, ich habe Ihnen Eier versprochen. Rex? Kumpel? Eier? Tali? Ah, ich will definitiv Eier. Javik, hey, Sie müssen meine Eier probieren. Sonst noch jemand? Alter! Gert, Sie kennen meine Eier. Alter, diese Gespräche. Shepard? Eier? Shepard? Eier? Shepard? Eier? Sie müssen meine Eier probieren. Sie kennen meine Eier. Wunderschön. Einige Nachbarn haben sich gestern über den Lärm beschwert. Ich habe ihre Leichen in der Müllverbrennungsanlage des Gebäudes entsorgt. Was? Das war ein Witz. Ich dachte es mir schon fast. Ich habe sonst nichts zu berichten, würde aber ein Frühstück empfehlen. Idiot, einen sehr schönen makabren Humor, gefällt mir. Morgen, Shepard. Gut geschlafen? Oh, geht schon. Ich dachte, die vielen Tequila-Shots mit James hätten mich auf letzte Nacht vorbereitet. Was für eine Nacht. Schade, dass sie enden musste. Lässt sich bestimmt mal wiederholen. Danke, Shepard. Danke, Shepard. Und du, Said, alles klar? Shepard, schön, dass Sie schon auf sind. Hoffentlich hat mein Schnarchen niemanden geweckt. Seit ich mir die Nase gebrochen habe, klinge ich wie eine Kreissäge. Dein ganzes Gesicht ist zertrümmert, kann das sein? Übrigens, Sie haben kaum noch Speck. Unseren Speck zumindest. Von der Dextro-Scheiße ist noch was im Kühlschrank. Ich habe 3 Streifen für Sie übrig gelassen. Ich denke, das ist eine faire Vergütung für die vielen Male, die Sie mich gerettet haben, oder? Wie edel. Shepard? Gut, wer ist denn hier drüben? Ach, Rex sitzt hier. Was ist denn mit Samantha los? Ach, das ist Joker. Ich dachte, das wäre Samantha. Hey, Commander. Was für eine Nacht. Ich habe mich nicht übergeben. Und das macht mich ziemlich stolz. Gut gemacht. Oh, wenn jetzt alle ein bisschen leiser sprechen könnten, wäre das echt super. Und die Schränke leiser schließen und leiser gehen und nur stille Gedanken denken. Oh, aber lustig war es trotzdem. Finde ich auch. Commander. Na, Rex, guckst du dir das schöne Erinnerungsfoto an? Ist länger her, dass ich hartes Zeug getrunken habe. Wurde aber auch Zeit. Wenn man mal 700 ist, muss man für so eine Nacht am nächsten Morgen teuer bezahlen. Was war das denn? Gut, hübsches Bild, finde ich. Natürlich, Tali und Shepard schauen sich auch noch gegenseitig an, so. Und Joker und Edie auch. Wo sind denn James und da hinten ist James? Ashley sitzt... Was macht denn Ashley? Was macht Ashley da vor Javik? Man weiß es nicht so genau. Gut, eigentlich fehlt nur Miranda auf dem Bild, die ist leider nicht mit dabei, aber das ließ sich jetzt leider nicht ändern.
So, ach, da oben steht noch Kasumi rum, siehst du mal. Ich habe auch Samantha noch. Ach doch, nee, saß sie mit drüben? Nee, ich glaube nicht, ne? Morgen, Shep. Mit den Vorräten fürs Frühstück haben sie sich ja ganz schön angestrengt. Ich wusste gar nicht, dass man auf der Citadel echte Milch bekommt. Ich habe davon getrunken, weil ich dachte, es wäre Soja. Ich bin gar nicht laktoseintolerant. Ich mag nur das Rumgezicke deswegen nicht. Falls wir uns nicht wiedersehen, besten Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, Asiaten haben noch fast alle Laktoseintoleranz eigentlich. Aber gut, haben sie ja direkt das vorweggenommen. Ich sollte gehen, diese verdammten Milchprodukte. Aha, jetzt also doch. Hey! So, mich würde aber wirklich mal interessieren, wo Samantha gelandet ist. Denn die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Irgendwo muss sie ja auch abgeblieben sein. Hast du die hier mit versteckt, Javik? Nee, ne? Vielleicht unten an der Bar. Da war ich, glaube ich, noch nicht drin. Probieren wir es doch mal dort. Also hier drüben. Ja, da steht sie auch. Siehst du mal. Da müssten wir alle haben eigentlich. Na, fit? Also, wegen letzter Nacht. Ich hab doch nichts angestellt, oder? Ich überprüfe das Extranet. Noch keine Hits. Also habe ich mir den letzten Teil vielleicht doch nur eingebildet. Trotzdem bin ich mir fast sicher, dass uns jemand aufgenommen hat. Ah, wahrscheinlich sollte ich mit Edi reden. Oder ich sollte alternativ nie wieder mit Edi reden. Aber warum denn? Es war nicht meine Schuld. Mir wurden zu viele Drinks hingestellt. Hey. Okay, damit haben wir jetzt mit allen mal geredet. Ich werde mal eine ganz kurze Aufnahmepause machen und dann werden wir hier auch die Afterparty beenden und dann geht's wieder ins Kampfgeschehen über. Also bis gleich. Okay, weiter geht's und ich würde sagen, wir verlassen gleich mal hier die gute Stube. Sollen die ruhig noch ihren Kater ein bisschen ausschlafen oder halt sich anderweitig vertun? Ist mir recht. Ich denke mal, wir können dort auch jetzt nichts weiter mehr machen. Von daher brechen wir auf. Und wir geben uns mal zurück auf die Normandy. Genau, da wollte ich hin. So, wir können natürlich noch jederzeit uns hier neue Einrichtungsgegenstände kaufen. Verzichte ich jetzt mal drauf. Aber ich möchte jetzt gerade den Rapid Transit nutzen. Hier. Genau, auf zur Normandy. Die Pflicht ruft, was? Sogar mit einem Kater. Es herrscht immer noch Krieg. Außer die Reaper haben auch Landurlaub. Die anderen wohl nicht. Versammeln Sie alle, verteilen Sie Aspirin und bestellen Sie sie zur Normandy. Wird gemacht. Wunderbar. Vorbei. Wir hatten zumindest eine Wahnsinnsparty. Vermutlich die letzte. Nein, was auch geschieht. Du wirst ganz sicher das Richtige tun. Für uns alle. Dienst auf einem Menschenschiff? Es kam überraschend und ich würde es nicht eintauschen. Wir hatten eine gute Zeit. Die beste. Würdige letzte Worte für das letzte DLC der Mass Effect Trilogie. Wir hatten die beste Zeit. Es war wirklich cool, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen. Nicht bloß der Handlungsstrang war ganz cool auf der Citadel, sondern auch der Witz, der dort mit drin gesteckt hat in den Gesprächen, war großartig. Und die Party jetzt fand ich sowieso super. Und wenn man bedenkt, dass man durch Variationen der Partygäste auch noch
sicherlich bei den Gesprächen variieren kann teilweise, dann geht da noch einiges mehr rauszuholen. Also ich denke mal, da steckt noch viel drin, was man halt dann selbst erleben kann, wenn man ein bisschen an der Anzahl und der Art der Partygäste herumschraubt. Aber ich wollte jetzt natürlich mal alle mit dabei haben. Hat dementsprechend auch ziemlich lange gedauert, die Party, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber warum nicht? Ich meine, das ist vielleicht das letzte Mal gewesen, dass wir jetzt etwas abseits des Kampfes gemacht haben. Denn wir haben ja jetzt auch die meisten Nebenaufträge schon durch, von daher wird es jetzt viel Hauptstory geben, denke ich mal. Und auf die Krönung, auf das Klimax, den Höhepunkt unseres Konflikts langsam zulaufen auch. Commander? Ja, genau.